willkommen zu einer neuen Folge bei Junkies Corner. Wir haben heute den 24. Dezember 2016. Ich wünsche allen ein schönes Weihnachtsfest, ein paar erholsame Feiertage und habe heute mein sogenanntes Christmas Unboxing. I try to say it also in English. Today is the 24th of December 2016. And this is the Christmas unboxing. I wish all a Merry Christmas and a good year. Let's see. I have some parcels here, and I will show you what's in the parcels as unboxing. Wie gesagt, ich habe hier ein paar Pakete und die machen wir jetzt gemeinsam auf. Die habe ich mir aufgehoben für Weihnachten. Dann starten wir einfach mal. Ich habe hier einen großen Stapel. Ich fange jetzt einfach mal mit dem an, das nicht verpackt ist. That's not in a packaging. I've bought it from a colleague. And it's in the original parcel she got me. It's a Game Boy Advance SP original boxing and some games: Tetris Worlds, Narnia, Super Mario Bros. 3. Das ist ein habe ich von einer Kollegin gekauft, ist jetzt zwar nicht mehr verpackt, aber es ist in der Originalschachtel. Game Boy Advance SP, Tetris Worlds, Narnia, Super Mario Bros. 3 und noch zwei weitere Spiele, die nicht verpackt sind. Mal schauen, habe ich noch nicht ausprobiert. So, let's see the next package. Das nächste Paket, a little bit smaller. And I try to open it without cutting my fingers. Das nächste Paket ist ein bisschen kleiner und ich schaue mal, dass ich es aufbekomme, ohne dass ich mir groß in die Finger schneide. Gut, Packagen. Let's see. It's wrapped. Es ist gut verpackt. Es hat eine rote Schleife drum. Es ist der Christmas Card von Binary Star Software. It's the Christmas Card by Binary Star Software. And yeah, it's for the Vectrex. Für die Vectrex. Legen wir mal auf die Seite. Nächstes Paket ist auch ein bisschen kleiner. Das Paket ist aus Deutschland. It's the parcel is from Germany. It's a little bit smaller. It's a little bit bigger as the one before. Let's try to open it. It's from America. Das ist aus Amerika und stammt von BitCheck. It's a Flappy Mac viewer for the Atari Jaguar cartridge. Okay, let's see. This is Flappy Mac viewer von BitCheck aus Amerika. Ihr erstes Spiel für den Jaguar. Mal schauen. So, next one is it's not in the package. It was in a envelope. It wasn't open before. Also das habe ich schon mal ausgepackt, das war jetzt nicht im Karton mehr. Schauen wir mal rein. Ich habe es aber noch nicht endgültig aufgemacht gehabt. Das ist sehr dünn alles. Schauen wir mal, was wir hier haben. Machen wir mal auf. It's overlays for the Vectrex game
Warrior. Warrior was released 2016, and these are the overlays he has still left in the das sind praktisch die Overlays für Warrior. Das Spiel wurde für die Xbox 2016 veröffentlicht. Und das sind die Overlays, die praktisch übrig sind. Und nachdem es die Cartridge oder die Software jetzt zum Downloaden gibt für Flash-Cartridges, habe ich mir das mal geschnappt, sodass man es dann trotzdem mit Overlay spielen kann. Schöne Sache. Hat's geschmiert. Mal wieder ein bisschen ein. Die Seite nebenbei ist auch noch die Weihnachtsausgabe von Atari Bit Byte A-Book Magazin gekommen. It's the magazine from the A-Book in the December version. So it's this one and the Brock Atari. A-Book is with disc. Also das A-Book-Heft ist immer mit Disc, kommt ein paar Mal im Jahr, ist vom A-Book in Germany, A-Book in Germany. So, next one, it's from Germany. I think I know what it is. It's from my friend Lux, Sascha Lubino. Es ist von Luxsoft, Sascha Lubino. Und es ist eine Veröffentlichung, nagelneu aus dem Dezember, für den Atari Lynx. Weltenschlechter, it's for the Atari Lynx, called Weltenschlechter. Not so easy to say it in English. It's the first release for the Lynx from Sascha. It was in the first run for 30 copies only, but more copies are coming in January. Also das war jetzt das erste Mal auf 30 Stück beschränkt, ist aber keine Beschränkung, das war nur der Das war noch in der Zeit möglich war im Dezember und kommen noch mehr im Januar. Also kann man jederzeit über den Shop von Luxsoft kaufen. Gut, auf den Stapel. Let's see. Schauen wir mal, was im nächsten ist. Hier haben wir einen Umschlag. Hier steht was von Alemanne. Kommt aus Frankreich. It's coming from France, this package. Let's have a look what's inside. Schauen wir mal, was drinnen ist. Ah, da haben wir noch mal einen Umschlag. Denke mal. Ah, yes. It's are two cartridges for the video pack. This game is called Amityville. It's from Sandro Rafael Cardoso da Silva. And this is Forbidden Lands, also from Rafael Alexandre Cardoso for the video pack. These two games are from France. Also das sind zwei Spiele für das Videopack, einmal Amityville und einmal Forbidden Lands. Kommen aus Frankreich. Schauen wir mal, was hier noch drin ist. Ja, Forbidden Lands. Amityville, das sind praktisch, das are the for the cartridges.
let's see what's in there. It's a poster. Das ist ein Poster zu Forbidden Lands. Very nice. Very nice. Bisschen Forbidden Lands Poster. That was it. So, let's see. Da ist ein small package. Da haben wir noch ein kleines Paket. Schauen wir mal, was wir da drin haben. Ah, this is made by a friend from the Sinclair Forum, SPC Forum. Das ist von einem Freund aus dem SPC Forum. Das ist ein Gehäuse für den ZX Uno. Some pieces, einige Teile for it's a casing for the ZX Uno. So, next package. Next package is from, well, let's see what's inside. It's from Polska. This is really good. That's good packaged. Bubbles. Let's see what's inside. Yeah. That's for the enterprise computer. It's the FlexiBridge remade. FlexiBridge for the enterprise computer, so you can connect other devices. Das ist die nachgebaute FlexiBridge für den Enterprise-Rechner, sodass man andere Geräte anschließen kann. Und das hier, it's also for the Enterprise, das ist auch für den Enterprise-Rechner. Das ist auch für den Enterprise, das ist der Spektrum-Emulator. So you can, this is the Speccy-Emulator for the Enterprise, remade by Peer from Poland. It's an amazing device. Printed cases, ZX Spectrum-Emulator. So, last package. Let's do a little bit faster. So, let's have a look. Have a look. This I bought, das habe ich von eBay. Es ist ein MB Microvision Set. Hier ist die Main Unit. It's an LCD Game, LCG Spiel aus little bit older. There are only 10 games, 8 games, I think. Let's see what it's doing. Yeah.
Das war das Christmas Unboxing von Chunksy's Corner. This was the Christmas Unboxing by Chunksy's Corner. I think I have to test something and show you in the next videos. Das war das Christmas Unboxing von Chunksy's Corner. Ich habe ein bisschen was zu tun in der nächsten Zeit und Details gibt es dann in den nächsten Videos. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und frohe Weihnachten. Merry Christmas to all.